Yo Leute, herzlich willkommen zurück im Minecamp und diesmal haben wir den V-Pain-V dabei. Hallo. Und wir haben die Wochenaufgabe gemeistert. Unser Hafen steht, das Schiff ist fertig, der Turm ist fertig, mein Pub ist fertig, die anderen Häuser sind fast fertig, keine Ahnung. Und wir haben jetzt eine neue Wochenaufgabe. Willst du vorlesen oder soll ich? Mach du, wenn du willst. Nachdem ihr nun einen Hafen errichtet habt, sollt ihr nun ein Versammlungshaus und einen Marktplatz bauen. Die Größe und Komplexität ist diesmal euch überlassen. Es sei nur gesagt, umso besser durchdacht und komplexer es wird, umso größer wird die Belohnung für euer Team ausfallen. Okay, was haben wir als Belohnung bekommen? Wir haben für jeden... Ach, du bist derjenige, der sich das dauernd snackt. Junge, Junge, Junge. Was war da drin? 4 Dia-Helme. Ja. 3 Schallplatten. Ein Anboss, der gedamaged ist. Hat mal wieder der Admin super gemacht und genau die richtigen Items rausgesucht. 2 Oax-Saplings. Oder hatte ich die schon vorher im Inventar? Keine Ahnung. Einen braunen Pilz. Und 3 Gold. Okay. Gib mal eine Schallplatte. Ja, kannst alle haben, brauche ich nicht. Weil ich habe doch eine Jukebox in meinem Pub, da mache ich die gleich rein, machen wir ein bisschen Party. Ja, nice, warte, ich muss Musik anmachen. Autsch. Oder geht das über Sounds? Ah, das geht über Jukebox. Sehr gut. Dann kann ich die Musik für die Folge lassen. Naja. Sind das nur die größten Hits, die hier gespielt werden? Warte. Oh, jetzt kommt der krasse Techno-Beat. Yeah. Warte, ich muss mal mit. Komm, du musst jetzt drauf rappen. Okay. Naja, nicht so geil. Aha. Okay, warte. Was ist das jetzt? Krass. Okay, ich hör's. Das ist ein anderer Beat. Nein, Mann, der ist scheiße. Den will ich nicht, ich mach den anderen rein. Nein, den auch nicht. Den da. Ah, der ist gut für Rappen. Wir müssen einen Rap-Battle machen. Intern. Der Pain hat heute viel Gain. Naja, okay, was machst du heute? Stadt Rot ist am Start, denn wir haben das Dorf von Stadt Blau platt gemacht. Stadt Blau kriegt jetzt auf die Backen, weil die sind voll am Abkacken. Oh. Ich muss das ausmachen, das ist viel zu laut. Ja, Mann. YOLO. Cool. So. Okay. Ich mach heute, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sollen wir mit der Wochenaufgabe anfangen? Ja, ich muss noch mein Haus fertig bauen. Da habe ich mal gefragt, okay, wie ich das denn, mein Dach bauen soll. Und danke für die ganzen Antworten. Ich soll es aus Stein bauen. Krass. Krass. Ja, stimmt eigentlich. Ich muss hier auch mal weiterbauen. Ja, ja, ich bin ja hier übelster krasser Architekt. Da habe ich dann einfach immer gefragt, wie soll ich das bauen, wie soll ich das bauen und dementsprechend... Dumm nur, dass ich gerade kein Kabel habe, um weiterzubauen, lol. Ich habe extra noch was gefarmt, wenn das bei mir alles ausreicht, kannst du was von mir haben. So, ja gut. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, was die Wochenaufgabe nochmal ist. Marktplatz hieß es und... Versammlungshaus. Versammlungshaus, okay. Okay. Kennt einer noch die Stämme? Ja. Hast du das auch mal gespielt? Ich hab das hart gesuchtet früher. Yeah. Hart. Unnormal. Ich glaube, das hat jeder einmal gespielt. Ich glaube auch. Ich glaube, ich hatte da auch mal einen Stamm. Und ich glaube, da waren wir auch unter Top 10 am Ende. Hast du Geld ausgegeben? Nee. Das nicht. Es gab ja einige, die da wirklich dann auch Geld dafür ausgegeben haben. Ich war zum Glück keiner von den Leuten. So, ich gönn mir jetzt einfach mal. Wobei, Premium war schon echt geil. Nee, das habe ich mir nie geholt. Nie.
So. Würde mich mal verlocken, das wieder anzufangen, aber ich glaube, dafür habe ich zu wenig Zeit. Ja, nee, mich lockt das jetzt nicht mehr so. Scheiß Grafik. Das Problem ist halt, wenn man es einmal verscheißt und das Dorf ist weg, ne, dann ist die Motivation schon ziemlich down. Ich kann dir ein bisschen Kabel geben, ne? Ich bin mit meinem Haus soweit eigentlich fertig, glaube ich. Okay. Oh mein Gott, es sieht so geil aus. Ironie. Aha. Warum ein Versammlungshaus? Warum? Kein Plan. Oh, hier okay. Sind noch ein paar Stacks Kabel, das ist sehr gut. Ich räume gerade unser Lager leer. Okay. Tu dir ein bisschen Stein noch in deine Kiste, die seltsamerweise offen steht. Ja, das ist meine Trash-Kiste. Okay. Und außerdem so. Bockt's ja eh nicht mehr, weil wir ja Team Blau ausgerottet haben. Die haben alle mit Minecraft aufgehört. Stimmt, wollte ich mal fragen, wer ist eigentlich noch von Team Blau übrig? Bin mir nicht sicher, ich glaube Abkratzer noch, aber ja. Sicher bin ich mir nicht. Weil Daros hat nachdem ich den abgefarmt habe, hat er ja gerage quittet und ist die Config geliefed. Achso, das war das. Weiß hat aufgehört wegen Bloody Cave. Und Oni hat ja auch seine letzte Folge gemacht und Yuya auch. Also bis jetzt, keine Ahnung, Cube nur Abkratzer. Cube war schon richtig früh raus. Hä? Cube war schon richtig früh raus. Ja. YOLO, aber so wie ich mir unsere Base anguck, haben wir klar gewonnen. Ja. Wir haben den geilsten Weihnachtsbaum. Ist so mit meinen Dias, wer mir die geklaut hat, weiß ich bis heute nicht. Hä? Okay, dann hat Kalle wahrscheinlich die Dias von dir genommen. Brauchst du Dias? Ich hab noch ein paar. Nee, ich brauch keine mehr. Wenn du mal welche brauchst, ich hab noch genug. Weil ich meine Rüstung wird nie kaputt gehen, weil mich ja keiner angreifen kann hier. Ja, mittlerweile. Wer soll noch angreifen, außer. Ja, eben. Ich weiß auch nicht. Also im Moment macht's mir noch Spaß, weil ich sowieso nur so ein Bauer bin und eher weniger PvP. Aber ich ja glaube, ich werde auch irgendwann bald mal aufhören. Ja. Weil ohne Gegnerteam macht es irgendwie keinen Sinn. Bei mir war es so, ich glaube, weshalb das Projekt auch gescheitert ist einfach, alle haben sich was anderes von dem Projekt quasi vorgestellt. Ja, und ich weiß nicht, ich werde mal mit Kalle reden, ob man das nicht ohne Teams macht, sondern wirklich nur ein, sozusagen mein Camp, nur ein Camp und dass halt jeder für sich gestellt ist, alle zusammen wirklich das Camp bauen und dass diese Wochenaufgaben dann immer für eine Gruppe oder für einen Einzelnen gemacht werden. Und wenn der das schafft, dann kriegt das ganze Camp was. Ach so. Also so wie das wirkliche Dschungelcamp im Fernsehen. Okay, das wäre nett. Ich glaube, so würden auch mehr mitmachen und nicht so viele lieben. Ja, und eine Sache muss ich noch sagen wegen Daros. Ich hoffe... Hate! Ja, es haben sehr viele Leute, glaube ich, verstanden, dass das Video mit dem Holz, dass das nicht ernst gemeint war. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass einige Leute das wirklich so genommen haben und bei Daros unter das Video dann Hashtag Rache und dann noch Beleidigungen drunter geschrieben haben. Und das habe ich dann erst gestern erfahren, oder heute, morgen, als ich mit Daros geschrieben habe. Und dass er dann meint, ich soll meine Community ist ein bisschen am Wegrasten. Und Leute, das ist bitte nicht das Niveau, was ich von euch erwarte, dass ihr dann den Spieler beleidigt. Das war alles im Rahmen von Ironie und wir verstehen uns super. Da braucht ihr die Leute nicht beleidigen. Genau. Und Leute, es ist ein Hurensohn ist eine sehr böse Beleidigung. Und solche Leute werden auch bei meinem Kanal geblockt. Sowas sagt man nicht, Payne, du Hurensohn. Hä? Ich blockiere dich jetzt. Block. Jetzt kommt Serverbahn instant. Ja. Irgendwie 3 Minuten drauf. Jetzt schon hier vom TS. Nein, gekommen. Leute, das machen wir wirklich nicht. Das ist böse. Ja. Seid lieb. Jetzt muss ich hier die ganzen Bäume abhacken. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ich hab ganz vergessen. Danke an den Kommentar von Lisa, dass du mir gesagt hast, dass wir doch eine Baumfarm haben. Ich hab die ganze Zeit auf scheiß Eichenbäume gewartet. Echt jetzt? Ich hab vergessen, dass wir eine Baumfarm haben. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja.
ich baue mal ein bisschen unseren Weg mit Bäumen und Gras und so ein bisschen zu, ne? Ich glaube, das wäre mal ziemlich hübsch. Man kann ja die Baumfarm nutzen, wenn man Holz braucht. Ja, also ich hack hier die ganzen Bäume ab, damit ich hier Platz für das, für das Haus hab. Für das Versammlungshaus, ja. Wenn man dann immer so, lass mir in das Versammlungshaus immer so die News, die aktuellen News, wenn irgendwas Wichtiges ist und so. Ja, genau. Ja, weil, ich weiß nicht, so, einen Marktplatz so gesehen haben wir eigentlich schon. Also in der Mitte vom Marktplatz steht der Tannenbaum und da ist auch diese Tafel. Eigentlich das Gesamte hier vorne ist eigentlich der Marktplatz. Da tun wir noch so einen Fischstamm oder so. Ein paar Stände halt. Ja, vielleicht noch einen Brunnen oder so. Ja. Marktplatz heißt ja nicht, dass da Stände unbedingt sind, sondern wo man auch sich trifft. Ja, auf einem Marktplatz, jedenfalls bei mir ist es so, da ist immer ein Brunnen. Und der wird gedealt. Der ist aber meistens verranzt bis zum geht nicht mehr, aber wir haben einen Brunnen. Und am Marktplatz wird gedealt. Mit was? Nee, stimmt gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Unser Brunnen wurde vor 2 Wochen abgebaut. Wir hatten einen Brunnen? Nein, ich meine jetzt in meinem Dorf. Ach so. Beziehungsweise meine Stadt. Wo wohnst du denn? Sag ich nicht. Ich sag nur in der Nähe von Karlsruhe. Okay. Sagt mir was. Boah, ey, bis die Blätter da mal verschwinden. Ja, das ist. Unnormal. Ich hab eine Schere, wenn du eine willst. Nö, geht schon. Okay. Wir können die auch anzünden. Stimmt eigentlich. Ah, es brennt nicht, oder? Doch, es brennt. Oder? Brennt! Genius! Was? Ich hab mich angezündet. Oh, ich auch. Wasser. Dankeschön. Kein Problem. Okay, ich hoffe jetzt nur, da springt nichts über. Was wär's jetzt? Geht das? Von hier? Hier drüber zu deinem Haus, hier von dem Haus. Ach nein, mein Dings ist kaputt. Hier hast du noch ein Feuerzeug von mir. Nee, brauche ich nicht mehr. Guck mal. Ja, der Rest dürfte auch verschwinden. Von hier, von diesem Stück Leaves, geht das an dein Haus. Von deinem Haus geht das hier unten beim Unterweg an das Holz, geht dann von dem Holz auf das Hafenpub und geht vom Hafenpub über den Steg zum Boot und das ganze Boot brennt einfach ab. Und dann gibt es eine riesen Explosion und der Server crasht. Ja. Ich würde sagen, den Brunnen machen wir einfach hier hin, weil eigentlich wäre der Tannenbaum der perfekte Platz für einen Brunnen, aber naja. Jolo. Oh. Boah, wer hat diesen scheiß Tannenbaum dahin gebaut? Warte mal. Hä? Achso, ich wollte schon sagen, ist da schon so ein fertiger Brunnen drin oder was? Ja, genau, natürlich. Hallo, YOLO. Bau aus einem Block ab. Perfekter Brunnen. Ist so. So, dann tue ich mir mal eben die Knochen zu Knochenmehl machen und dann fange ich schon mal an, den Weg hier ein bisschen mal fresh zu designen. Fresh. Du hast nicht zufällig. Verdammt. Ja. Warte, was soll ich sagen? Achso, Dings. Nee. Ah, nee, ich hab noch Eisen für Eimer. So, nee, Eisen hätte ich sowieso, glaube ich, nicht gehabt. Ich hab Eisenmangel. So. Eisenblöcke, nice, 4 Stück. Wir müssen aber echt mal so ein, Lager machen für alle, ne? Ja, schon, ne? Hat ja Kalle mal angefangen, hat aber, glaube ich, nie einer was einsortiert. Ja, passiert. An Fasching. So. Ich werde jetzt... Wo hole ich jetzt Wasser? Da unten. Autsch. Man braucht doch Wasser, stimmt. Grabt man für einen Brunnen nicht so weit, bis man aufs Grundwasser kommt? Chill, ja, was wollte ich nochmal machen? Achso, ja. Oh Junge, jetzt. Wo ist. Hä? Hab ich den nicht aufgenommen? Ich war zu blöd, mir gerade einen zweiten Eimer zu machen. Ja, genial. Dafür genial, Alter. Naja, egal. Guck, Minecraft-Wiki. Oh, weiß ich nicht. Minecraft-Wiki, okay. Heißer Tipp. So. Weiß keiner sonst. Okay. So.
Wie lange machen wir die Folge? Weiß nicht, 15 Minuten? Dann wären wir, glaube ich, jetzt schon fast fertig. Okay, krass. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Okay. Wenn man einen Brunnen baut. Hast du so einen Brunnen, machst du? Ja, aber der ist... mir fehlt leider Stein. Egal, Leute, wir machen den Brunnen beim nächsten Mal weiter. Bei mir kannst du noch was Stein holen. Ja, ich hab Stein. Achso. Wir machen den beim nächsten Mal weiter und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und schaut auf jeden Fall beim Paint vorbei und beim Max. Geht jetzt runter in die Kommentare und schreibt was Tolles. Ciao.